Bevor es zu Verwirrung in den Kommentaren kommt, dieses Video hier war eigentlich für den kommenden Mittwoch geplant. Dadurch, dass ich aber eine Gameplay-Datei vom eigentlichen Upload für heute verloren hatte, ist das Video nicht zu gebrauchen. Dieses hier wird vorgezogen und ja, für euch ändert sich nicht viel. Viel Spaß, Freunde! Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Das alles heute unter der Woche und nicht am Showdown Sonntag. Keine Sorge, Leute, am Sonntag wird es auch ein Video geben, heißt 2 unter der Woche. Frisch rasiert, ich weiß, ihr seht es nicht, Leute, aber rasiert ist ein gutes Stichwort, denn das wird Chris heute auch. Was geht, Bruder? Naja, also was soll ich dazu sagen? Was ist das für eine Überleitung? Na, der Niederlagenlächer ist ja immer noch im Loch. Ich bin noch immer an der, ja, am Start. Also damit auch Servus, Leute. Ich habe mich so gefreut, ne? Ich dachte, jemand, Dennis, komm, der will mir ja eigentlich nichts Böses und jetzt komme ich direkt hier mit der Rasur, mit dem Bruch, aber vielleicht ist das die Kampfansage. Dennis, was geht heute? Hau gerne mal raus. Genau, Leute, heute eine sehr special-mäßige Showdown-Ausgabe, denn über 3 Saisons das Ganze reinstarten tun wir mit Bayern 04 Leverkusen, aktuell unfassbar in Form mit Trainer Alonso und auch, ja, sehr vielen wilden Spielern, à la Wirt, Boniface und Co. Um Leverkusen direkte soll es heute aber nicht nur gehen, Freunde, denn wir haben heute geplant, in 3 ganzen Saisons 3 verschiedene Vereine zu trainieren. Das bedeutet, am Ende einer jeden Saison, jetzt zum Beispiel am Start mit Leverkusen, wollen wir also den Verein wechseln und sind in der zweiten Saison dann Trainer von einem anderen Verein, als Beispiel Arsenal in der Premier League und in der letzten dann zum Beispiel Real Madrid in La Liga. So, Leute, in der Karriere angekommen. Wie gesagt, wir starten beide mit Leverkusen rein. Am Ende der Saison blicken wir dabei in die Jobangebote und wechseln dann, wie gesagt, als Beispiel auch beide in dieselbe Liga. Das ist auf jeden Fall das Ziel, in die Premier League und zu guter Letzt in La Liga, Serie A oder sonst wohin. Punkte werden dabei weiterhin gezählt. Wie gesagt, deswegen ist auch wichtig, dass wir immer beide im selben Land unterwegs sind, dass wir da auch dieselben Wettbewerbe haben. Wenn ihr das Konzept feiert, Leute, Liebe da lassen. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick, Abo-Glocke. Ihr wisst, wie der Hase läuft, Freunde. Kommentiert für den Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen und den ersten Link in der Beschreibung auschecken, da geht es ebenfalls zum 3-Saisons-Video für Chris. Das sind wir auch in der Bundesliga, allerdings nicht bei Leverkusen, sondern bei einem anderen, ja, Meisterschaftsaspirant, der BVB. Aktuell hängt man da bei den Erwartungen so ein Stück weit hinterher. Wir ändern das über 3 Saisons, das Ganze nur mit Dortmund. Aber wenn ihr das Ganze hier, Trainerwechsel, Train to Glory, auch mal bei mir sehen wollt, lasst gerne hier Liebe da. So sieht es aus, Freunde. Die 20 Minuten Transferphase bleibt wie gewohnt am Start und das wird auch sehr interessant zu sehen sein, denn Leverkusen wird am Ende des Jahres ziemlich stark sein und auch die zweite Mannschaft wird dann stark sein und vielleicht treffen wir auch eben auf Leverkusen oder das zweite Team in der Champions League und ja, machen uns so ein bisschen gegenseitig dann kaputt. Keine Ahnung, wie man sagen möchte, ihr wisst, was ich meine. Starten wir jetzt aber rein mit der Transferphase, Freunde. 20 Minuten mit Bayern 04, 70 Millionen Budget. Let's go! Hier sind wir dann also. Ihr seht meine Mannschaft aktuell, meine Bestbesetzung im Hintergrund. Ich meine, gut, ja, die stellt sich eigentlich von ganz alleine auf. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go! Es gibt nur eine Änderung, mit der man so vielleicht nicht rechnet. Ja, ich habe jetzt Andrich mal als Innenverteidiger aufgestellt. Bedeutet dann gleichzeitig natürlich auch, man hat hier mit Hinkapier und Kosunu unfassbar geile Innenverteidiger-Talente nur auf der Bank. Es soll aber natürlich auch ein bisschen was passieren. Innenverteidiger soll kommen. Ich will den neuen Torhüter. Im Zentrum will ich auch was machen. Vielleicht Hofmann und noch Schick ersetzen. Es gibt natürlich Spieler wie Wirtz, Grimaldo oder auch Frimpong. Mit denen will ich 100.000% bis zum Ende gehen. Zumindest bis zum Ende der ersten Saison. Denn dann ist das Experiment Leverkusen auch schon rum. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Timer läuft ja bereits und dann starten wir doch einfach mal rein. Okay, Leute. Kurz die Startelf angepasst. Starten wir rein mit der Zeit in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Ich will einiges tun. Darunter ein neuer Innenverteidiger, vielleicht 2 neue Sechser, 2 neue Stürmer wären auch ganz cool, weil Gesamtstärke technisch haben wir hier nicht die beste Mannschaft in der Bundesliga. Von der Form vielleicht, wie gesagt, Gesamtstärke nicht, aber das wollen wir jetzt ändern. Beginnen wir jetzt aber direkt mit dem ersten Neuzugang, Leute. Auf der Torhüterposition kommt ein Upgrade von zwar nur 3 Gesamtstärken, aber Unai Simon hat noch Potenzial nach oben. Wir tauschen Kovar ein und nicht Radetzky, weil Kovar ist mehr wert, weil er jünger ist und auch schon eine ordentliche Gesamtstärke hat. Radetzky eben ein bisschen weniger wert und ja, dafür bessere Gesamtstärke verkaufen wir als stattdessen. Transferliste zeige ich euch auch jetzt noch gleich. Unai Simon, Transfer ist abgeschlossen. Erster Neuzugang und was für einer. Tauschdeal. Jonas Hofmann und 41 Millionen. Das Ganze für Paulo Dybala. Dybalissimo also von der Roma. Die, ja gut, wenn ihr das Video gesehen habt, das ist schon ein bisschen länger her. Aber bei mir hier zum Tag der Aufnahme gestern erst tatsächlich José Mourinho entlassen haben. Daniele De Rossi übernimmt also jetzt die Roma. Mein Lieblingsteam international. Er muss in dem Fall aber auf Dybala verzichten. 5,4 Millionen Kosunu im Tausch. Das Ganze für Brestel Kimpembe. Erster Neuzugang, der wahrscheinlich nicht in der Fünfer-Auswahl gestellt wird. Genauso wie wahrscheinlich Rodrigo Bentancur. Der kostet 42 Millionen von den Spurs. Wir wollen jetzt noch einen neuen Torhüter und auch einen neuen Stürmer. Und zusammen natürlich mit Dybala werden das dann wahrscheinlich die Fünfer auswählen. Und das heißt jetzt Geld investieren. Wir haben weit über 100 Millionen. Heißt, es könnten ordentliche Kracher jetzt dann auch über die Bühne gehen. Auf der Transferliste haben wir also Radetzky, Andrich, Tah. Wir haben Amiri, Scheke, Kosunu, Boniface und Adli. Wir haben halt auf vielen Spielern, auf vielen Spielern, auf vielen Positionen, viele Spieler so rum.
Geil, und ja, deswegen will ich eben auch viele Spieler verkaufen. Die Verkäufe, Leute, liefen wirklich richtig spicy. Deswegen haben wir jetzt auch einfach mal 258 Millionen Budget. Damit müssen wir jetzt aber doch einiges tun. Wie gesagt, neuer Innenverteidiger, zwei neue Sechser und zwei neue Stürmer. Der Rest, der passt auf jeden Fall so. 85 Millionen und Boniface im Tausch reichen aus, um Lautaro Martinez zu verpflichten. Und er wird tatsächlich die alleinige Spitze werden. Denn, ja, ich habe die Pläne der Startelf ein wenig geändert. Wir schauen mal, Gehalt 130.000, 20.000 weniger als bei Inter. Nimmt er an, er ist nicht geldgierig, so wie viele andere Spieler in der Showdown-Historie es waren. Lautaro Martinez ist ein Ehrenmann. Und ja, dann brauchen wir jetzt noch einen linken Flügel, Sechser und Innenverteidiger. Für die Flügelposition soll es ein Spieler aus der Bundesliga werden. Vom FC Bayern, der aktuell alles andere als gut in Form ist. Diese Saison gefühlt auch er damit beschäftigt ist, verletzt zu sein. Serge Gnabry kommt von den Bayern. Letztes Jahr eigentlich gerade zum Ende der Saison noch ziemlich stabil unterwegs gewesen. Einige Treffer erzielt, die auch wichtig für die Meisterschaft waren. Jetzt so ein bisschen absolut nicht im Fokus. Eben auf Basis der Verletzungen auch und nicht so die guten Leistungen, wenn er mal gespielt hat. Hoffentlich hier bei Leverkusen können wir ihn wieder so ein bisschen Leben einhauchen. Unsere neue Nummer 1 heißt Vicario. Ähnlich wie Bentancourt kommt auch er von den Spurs. Allerdings hat er ein 87er Potenzial. Jetzt bereits eine 84. Der Italiener ist stark in der Realität Nummer 1. Da ist er gesetzt. Lorisia ist mittlerweile in die, ich glaube, MLS zu LA Galaxy. Ja, das ist ein richtig geiler Deal. Kostet uns glatt 50 Millionen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben noch über 150 zur Verfügung, was einen neuen Stürmer angeht. Und deshalb haben wir, glaube ich, ein recht breites Angebot an Spieler, die als neuer Stürmer vorne in Frage kommen. Ich bin unfassbar gehypt jetzt. Frag mich nicht, warum das Gameplay plötzlich so dunkel ist. Ich werde es wahrscheinlich gleich neu starten müssen. Okay, wir haben da oben dann auch die Auflösung. Denn in der Ecke kommen jetzt auch die Bugs, die wir so eigentlich nur von Dennis kennen. 1, 2, 3. Das ist die Ablösesumme für Harry Kane. Im Tausch dafür auch noch Adam Loschek. 1, 2, 3 und natürlich weitere 6 Nullen hinten dran. Harry Kane ist also unser Stürmer. Die 5er Auswahl ist angepasst und hier ist der absolute Superstar vom FC Bayern München. Er ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn er den Wahnsinn ähnlich wie in der Realität auch bei uns auf den Platz bringt, dann haben wir eine Mannschaft, die national und auch international, wo wir ja nur in der Europa League sind, tatsächlich alles erreichen kann, was man halt im Maximum holen könnte. 29 Millionen und Xhaka reichen dann aus, um Ruben Neves, bevor er überhaupt anfangen kann in Saudi-Arabien zu spielen, wieder zurück nach Europa zu holen. Und so langsam aber sicher, sage ich euch ehrlich, Leute, ja, wir wechseln ja im zweiten Jahr zu einem neuen Verein und im dritten auch. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht in der Champions League auf diese Leverkusen-Mannschaft treffen, weil die entwickelt sich und die Transfers sind ziemlich krass hier gerade. Ruben Neves, wie gesagt, der nächste für die Sechser-Position. Und vielleicht kriegt er sogar noch einen neuen Partner an die Seite gestellt. 60 Millionen Euro sind es dann für den Partner von Ruben Neves auf der Doppel-Sechser-Position. Da holen wir nämlich Manuel Locatelli von Juventus Turin. Ich glaube, auf Basis seiner Gesamtstärke alleine kein Spieler, den wir in die Auswahl packen werden. Und ja, ein super Partner, ordentliches Potenzial, hat sich auch schon um eine Gesamtstärke verbessert bei Juve. Und jetzt fehlt also nur noch der eine Innenverteidiger. Und 4 Minuten vorm Ende haben wir dann noch den letzten Spieler gefunden. Es hat noch den Verkauf von Amiri benötigt, aber damit ist jetzt auch Ben White für die Innenverteidigung gefunden. 25 Jahre alt, 81er Gesamtstärke als Rechtsverteidiger, sollte aber als Innenverteidiger mindestens mal zwei Gesamtstärken hochgehen, da wir eine 83 haben. Und mit dieser Gesamtstärke dann natürlich auch eine absolute Verstärkung für die Startelf. Unsere Transferphase ist durch, ich bin sehr zufrieden und ja, mal gucken, was der Chris so getan hat. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich nochmal bei ihm oder direkt beim Snipen. So Leute, wir sind angekommen. Saison Nummer 1, der erste Verein, ist es bei nur 4 Leverkusen in der Bundesliga. Die Frage, die obligatorische, bleibt aber natürlich bei jedem Verein auch. Wie viele Transfers sind es hier in der ersten Saison mit Leverkusen, Bro? Ich mache eine Handvoll, ich bin bei 5. Okay, da kann ich einen mehr anbieten, 6 an der Zahl. Alles klar, dann, also ich nehme mal an, es ist genauso ordentlich, was passiert, was die Verkäufe angeht bei dir, wie auch bei mir. Ja, auf jeden Fall, ne? Also ich war sehr, sehr erfreut über die Summen, die wir da bekommen haben. Teilweise Assistenztrainer hat sich wirklich dumm und dämlich verhandelt. Ja, ja, du kannst ja gerne reinstarten, erste 5er-Auswahl, dann legen wir mal los. Ich habe einen neuen Spielmacher verpflichtet, der... Ich liebe das ganz kurz, Bro, dass du immer nicht sagst, du hast einen 10er, 6er, es ist immer der Spielmacher, ich habe einen neuen Abräumer, Abwehrchef, Flügelflitzer. Yes, dein neuer Spielmacher. Yes. Ja, mein neuer 10er, genau. Es gibt zur Auswahl einmal ein James Maddison, wir haben Paulo Dybala, den kann man ja problemlos sogar plus, ich glaube 1, 2 im Gesamtrating nach oben pushen. Mhm. Wir haben dann noch Neymar Junior, wir haben Bruno Fernandes oder vielleicht nicht ganz so hoch gestapelt mit Julian Brandt, der eine 84 und damit der Schwächste aus dieser 5er-Auswahl. Darf ich was fragen? Ja. Hast du Wirtz noch? Ich habe noch Wirtz, ja. Also spielst du dann eine Doppel-10? Also ich spiele quasi eigentlich mit dem komplett normalen Anfangssystem. Dreierkette, 4 im Mittelfeld, die 2 Zehner zurückgezogen und dann Stürmer. Interessant, weil ich habe das System auf jeden Fall geändert. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber ich tendiere so zwischen Dybala und Bruno Fernandes, weil ich den auch cool finde. Und ich würde mit... gehe ich mit Dybala, weil du ihn so liebst? Nein, auf der Basis gehe ich mit Fernandes. Ja, es ist Dybala geworden. Nein, ach man, die Streak von 50-50-Situationen. Und ich entscheide mich falsch. Geht
voran und geht fortgesetzt hier. Naja, ja, drauf geschissen, richtig. Freunde. Erste Position bei mir, ein Flügelflitzer, um es in deiner Sprache zu sagen. Ja, auch allesamt, alle fünf, wo man die Position ändern kann und die Spieler Upgrades bekommen. Wir haben die drei Bayern-Boys mit Gnabry, Coman und Sané. Dann haben wir Nico Williams und Karim Adeyemi. Darf natürlich auch nicht fehlen. Das sind, glaube ich, so die fünf overpowersten LM, LF, RF, RM-Spieler. Ja, ich würde auf jeden Fall Nico Williams ausschließen. Okay. Ich würde genauso auch Kingsley Coman ausschließen und auch Gnabry. Also ich tendiere zwischen Sané und Adeyemi. Okay. Frag mich jetzt nicht, warum. Adeyemi sehe ich als zu schwach. Wir wollen eine Soforthilfe und deshalb würde ich mit Leroy Sané gehen. Okay, das war nämlich auch meine Hoffnung. Ich dachte mir zuerst, ich hole Sané, aber dann dachte ich mir, nee, ich will den nicht verlieren und 88er Gesamtstärke, deswegen bin ich direkt mal ein Regal tiefer gegangen und habe Serge Gnabry verpflichtet. Okay. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Real Life. Mhm. Und ja, er wird wieder great again hier bei Leverkusen. Das kann ich schon mal ankündigen. Okay, apropos great again, ich hoffe, ich kriege auch einen Torhüter, der wahrscheinlich dann einfach ein bisschen konstanter und vor allem vom Rating besser ist als Lukas Radetzky in der Realität. Ich meine, der macht es super, brauchen wir nicht drüber reden, er ist auch noch da, aber ich hoffe nicht, dass er zum Einsatz kommt. Es gibt zur Auswahl viermal Spieler mit einer 84, Alex Remiro. Ich glaube, meine Auswahl wird fast genauso sein wie deine, schon mal irgendwie an der Stelle. Ja, du könntest ja jetzt dann vielleicht gleich schon mal so einen Haken dahinter machen. Ja, also ich Alex Remiro, Unai Simon, ich habe Vicario, ich habe Ramsdale. Ja. Ist es bisher komplett identisch? Ja, komplett. Und dann habe ich noch Emiliano Martinez. Da habe ich dann, kann ich schon mal sagen, Diogo Costa. Oh, ja, okay. Das da mein, bin ich dann wahrscheinlich Spieler auf der Suche gar nicht so weit runter, aber der hat eine 83, gell? Ja, genau, ein Rating weniger, richtig. Genau. Okay, dann können wir ja vielleicht jetzt einfach hier, sollen wir gleich die Picks. Ja, machen wir einfach gleichzeitig, okay. Oh, okay. Das hast du noch nie. Okay, Emiliano Martinez war der andere bei dir, ne? Freu dich, von deinem Ding, ja. Ja, genau, von Costa. Ich freue dich oder nicht, ich schließe ihn aus. Ich würde auf einen der 84er-Boys gehen. Und ist die Auswahl ja auch groß, ne? So ja, natürlich, deswegen, die nehmen sich nicht viel. Ich würde mit dem Ältesten gehen. Und das ist dann halt nicht Emiliano Martinez, weil ich den ausschließe, sondern Alex Remiro. Okay, alles klar. Ich löse noch nicht auf, weil ich habe noch nicht meinen Pick. Ich würde genau wie auch du bei mir denjenigen, der nicht zu den 84er passt, rauswerfen. Okay. Ich tendiere aber, warum auch immer, irgendwie ist der so unscheinbar. Schon öfter mal in der Liste, aber noch nie wirklich genommen. Unai Simon, ich gehe mit dem anderen Spanier. Okay, und jetzt kommt die Auflösung. Darfst du deinen Keeper behalten? Ja. Okay, ich nicht. Oh, was? Ist Radetzky noch da? Ah, nö. Oh. Das heißt, ja, ich hole schon mal Patrick Penz wieder zurück. Und Unai Simon, haut rein, Digga. Schade drum. Schade, schade. Okay. Aber egal. Bei mir ist übrigens Vicario geworden mit einer 84. Vicario. Ja, okay. Ja. Schade, schade. Okay. Dann, ich wollte den erst nehmen, aber dann dachte ich mir, letztens habe ich erst Heulund geholt wegen dem Spiel von Spurs Man United und ich wollte nicht wieder eine Referenz dazu machen. Ja. Deswegen dachte ich mir, nö, schließe ich den direkt auch aus in meinem Kopf. Aber gut, dann kommen wir. Ich müsste, ja. Keine Ahnung, du machst einfach weiter, Bro. Ja, jetzt fehlt ja bei jedem noch eine Auswahl. Das ist letzte Auswahl, stimmt. Ja, dann ja, du natürlich. Genau. Safe. Dann kommen wir zu meiner krassesten Auswahl. Zumindest die, die mit Abstand am teuersten war. Wird bei mir auch die letzte sein. Stürmer verpflichtet. Mhm. Du auch? Ja. Oh, okay. Vielleicht ist auch hier eine identische Auswahl. Also wir kommen natürlich zur Creme de la Creme. Wir haben einmal Rodrigo als Mittelstürmer oder Stürmer könnte man den ja dann auch spielen. Ich habe Christopher Nkunku. Wir haben einmal hier noch Lautaro Martinez. Wir haben natürlich, und da darf nicht fehlen, Liga intern, ja, Harry Kane. Und zu guter Letzt noch Victor Osimhen. Ich habe Angst. No, ich weiß es nicht. Ich gehe auf Harry Kane. Ja, Boniface muss also spielen bei mir. Oh, wichtig, nein! Digga! Das tut mindestens so weh wie der scheiß Keeper, ey. Oh mein Gott, Junge, let's Scheiße. Go. Ja, Harry, Alter. Oh mein Gott, hast du echt Kane verpflichtet? Ja, 123 Millionen und Adam Loschek im Tausch. Ich wollte eigentlich Osimhen, aber ich dachte so, nee, irgendwie hatte ich den schon recht oft in Showdowns. Mhm. Und deshalb bin ich dann mit Harry Kane. Der wurde mir aber, glaube ich, auch schon mal von dir gesniped. Das kann sein, aber da das muss ist schon, mal schon was relativ lange sein. Her. Da, aber wir machen ja auch nur 23. ungefähr 50 Showdowns im Jahr, 80 oder so. Kann man auf jeden Fall drauf kommen, wann das genau gewesen ist. Nee, kleiner Spaß. Ich komme zu meiner letzten Position. Stürmer, auch absolut beste Position. Mit Abstand am meisten Geld bezahlt. Also was die ganzen Transfers insgesamt angeht. Da haben wir einmal eine Rückholaktion von Jungmin Son, den man natürlich auch wie Rodrigo bei dir als Mittelstürmer spielen kann. Wir haben Gabriel Jesus, wir haben auch Lautaro Martinez und Victor Osimhen und ich glaube, Nkunku hattest du auch, ne? Der war bei mir auch drauf. Also drei Spieler gleich, ich habe halt nur Jesus und Son noch daneben. Ja, ich würde Jesus aber auf jeden Fall mal ausschließen, Nkunku irgendwie auch, Son oder wer waren die anderen zwei nochmal? Osimhen und Lautaro. Osimhen und Lautaro... Ich gehe mit Lautaro, komm schon, Lautaro wird eingeloggt. Hart. Ja? Hart.
wirklich hart. Damit ist jetzt Serdar Azmoun mein neuer Stürmer. Ja, okay, der hat ist aber wie Azmoun. Ja, Boniface hat bei mir auch eine 78, also Azmoun ja. Ja, Azmoun, aber der hat kein 85er Potenzial, Alter. Nee, aber der Vorteil ist, wir sind ja nur in einer Saison und es muss ja jetzt theoretisch hier nur einigermaßen gut laufen, sodass wir dann hoffentlich eine gute, neue, andere, ja, bessere hoffe, Station bekommen. Mit den nicht vorhandenen Spielern hier vorne und hinten, auf jeden Fall Krise. Frag das mal einen 71er Keeper, ob der schaffen kann bis zur Hälfte der Saison. Ich würde mir auf jeden Fall im Winter einen neuen Keeper holen. Ja. Ich kann mal auflösen, daneben meine Transfers, Ruben Neves, Locatelli, White für die Innenverteidigung, ja, und Gnabry mehr. Okay, ja, bei mir ist noch Wesley Kimpembe geworden und Bentancur. Bentancur, okay, ja, check, alles klar. Dann gehen wir rein in den Kalender, Freunde. Dazwischen wahrscheinlich noch mein Keeper-Transfer, vielleicht auch noch ein Transfer von Chris, falls er sich einen neuen Stürmer holt. Seht ihr dann, ja, zur Hälfte der Saison und ansonsten sehen wir uns dann zum Ende wieder. So, Leute, wie gesagt und angekündigt, kurz in der Wintertransferphase, also nochmal bei meinem Torhüter-Transfer anstelle von, ja, Unai Simon, der nicht mehr am Start ist, wird es also ein Liga-interner Boy. Kevin Trapp hier, 33 Jahre alt, ist relativ egal. Nach der Saison verlassen wir Leverkusen so oder so. Chris ist auch schon am Saisonende angekommen, lief ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Wir simulieren jetzt auch zum Ende der Saison und sehen uns dann gleich. Erste Saison ist jetzt dann also zu Ende. Bevor es dann jetzt gleich in Richtung Jobofferten geht, wollen wir natürlich noch ganz kurz die Punkte zählen. Fangen wir an in der Bundesliga. Wir haben 3 Wettbewerbe und ihr seht es bei mir ja schon, eine einzige Niederlage. Beste Offensive, beste Defensive. Ja, ich habe 79 Punkte und bin deutscher Meister mit Leverkusen. Hart, Alter. Beste Defensive habe ich auch mit 30 Gegentoren nur. Ich kann dir nur sagen, mit 79 Punkten wärst du Zweiter bei mir. Denn okay. Leipzig hat 86 Punkte mit 2 Niederlagen ohne 5 Unentschieden. Ja, und ist Erster. Dann kommt Dortmund mit 79 und ich habe 75, bin Dritter. Dahinter mieser Abfall, FC Bayern, 14 Punkte. Und es wird dich freuen, die Kölner sind auf der 5 und besser geht's, glaube ich, kaum. Orgasmus für jeden Köln-Fan vor Gladbach auch noch. Also sie sind Sechster. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Bei mir ist der FC auf Platz 15. Ja, kann man also nicht unbedingt so vergleichen. Heißt, 15 ist ein passendes Stichwort. Das sind nämlich deine Punkte. Für mich gibt es 20. Richtig. Ja, müsste, glaube ich, so richtig sein, genau. Im DFB-Pokal, wenn wir da direkt mal weitergehen, dann ist es auch für mich als FC-Fan hier ein recht gutes und positives Ergebnis. Wir sind zwar bei Leverkusen, aber wir schlagen Gladbach. Und das Ganze im Finale heißt also, ich hole die maximale Punktanzahl von 6 Punkten, müssten das dann sein. Ja, und das sind die nächsten 4 Punkte Abstand für mich, denn ich bin nur ins Viertelfinale gekommen. Ich habe ja Trapp von Frankfurt geholt und trotzdem schafft es dieses Frankfurt, mich 4-2 komplett in den Arsch zu f***en. Das muss ich selber zensieren an der Stelle. Dennis, im Schnitt, zensier es bitte. Danke. Oh Mann, okay. Und was hat die Europa League bei dir gemacht? Ja, die Europa League hat gemacht, dass die Gruppe der größte Struggle war. Ich bin mit 10 Punkten aber irgendwie Erster geworden. Dementsprechend keine Vorrunde. Achtelfinale Molde, durchgestruggelt des Todes. Ey, hä? Digga, ich habe einfach, ja okay, die waren in der Vorrunde, aber irgendwie absolut lost, denn ich hatte Molde in der Gruppe und Molde ist auch mein Achtelfinalgegner. Absolut wild. Ja, Viertelfinale dann Man United, man kennt es natürlich und da haben wir dann 5-3 verloren. Okay, heißt 4 Punkte gibt's für dich. Genau. Für mich gibt's 4 weitere mehr, denn ich habe die Gruppenphase deutlich souveräner mit 16 Punkten. Ja. Im Achtelfinale Dortmund geschlagen, dann 7-0 gegen Marseille, dann 3-2 gegen Atletico und dann 2-1 einfach gegen Liverpool verloren im Finale. Das ist so maximal bitter. Sporting hat bei mir einfach die Europa League gewonnen. Das muss man auch an der Stelle erwähnen, obwohl da Man United, Inter und sonst wer sich rumgetrieben haben. Trainer des Monatspreise habe ich, ja, perfekt, gar keinen. Ja, ich habe 4. Also Bro, ich sag dir ehrlich schon mal an der Stelle, es ist die erste Saison, es ist noch nichts entschieden, aber wenn du das Ding nicht gewinnst, dann wirst du, glaube ich, nie wieder in Showdown gewinnen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das jetzt wirklich nicht gewinnen sollte, dann werden wir aber auch nichts mehr aufnehmen. Also ja, glaube ich auch nicht. Dann kann ich ja wirklich nie mehr gewinnen, das geht ja dann auf gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja, Statistiken sollten eigentlich auch an dich gehen, sage ich dir ehrlich. Trapp zählt zwar nicht richtig, aber es sind 8 Spiele zu 0. Okay, da habe ich 17 mit Vicario. Ja, sehr stark. 12 Vorlagen von Wirtz. Ah, habe ich 13. Ja, schade. Und Hofmann, 23 Tore. 46, Victor Boniface. Digga, was? Digga, hat überhaupt jemand noch anderes bei den Tore gemacht? Wird's noch 21, Dybala 15. Und okay, aber Boniface krass. Einfach aus 49 Einsätzen, 46 Tore, 3 Vorlagen. Also pro Spiel. Und was hat er für einen Plus? Plus 5, hat eine 83 jetzt. Plus 5, ja, okay, Digga, da hat der Cheatlech ist mit seinen Gesamtstärken irgendwie nichts gebracht. Aber er hat performt, Junge. Auf jeden Fall on fire, was soll man sagen. Gucken wir also mal als nächstes in die Jobangebote rein. Chris, was ist der Stand? Also wie viele Punkte müsste ich aufholen? Bestimmt 100 oder so jetzt schon, ne? Also wenn ich das jetzt hier richtig gerechnet habe, dann steht es 21-41. Also habe ich 20 Punkte Vorsprung. Ja, Leute, eine Packung, die es aufzuholen gilt, ob das Ganze noch zu machen ist, wenn wir raus sind. 2 Jahre stehen noch bevor, der erste Wechsel steht bevor. In die Barclays
Barclays, Digga, wahrscheinlich Barclays Premier League. In die Premier League normal natürlich. Gehen wir also rein. Bei mir das Ganze mit Manchester United. Ich habe nachgeguckt, oder wir haben beide nachgeguckt. Die sind Dritter geworden. Heißt, haben sich auch qualifiziert für die Champions League, damit wir auch beide nächste Saison dieselben Wettbewerbe haben. Und bei Chris ist es welcher Verein? Bei mir ist es der FC Liverpool. Jetzt wundert ihr euch vielleicht. Bei mir steht, wenn nicht meine Facecam darüber gepackt ist, irgendwie Liga-Position Platz 6. Die haben aber gegen mich ja das Europa-League-Finale gewonnen, weshalb die auch nächstes Jahr in der Champions League spielen. Und ich glaube, Liverpool und United ist wahrscheinlich recht ähnlich, oder Dennis? Richtig, so legendäres Duell auf jeden Fall, kann man nochmal sagen an der Stelle. Also die beiden Vereine sind somit die größten, traditionsreichsten, einfach die zwei Big Clubs in England. Scheiß auf City und auf alle anderen in dem Sinne. Gehen wir also rein, Freunde. Saison Nummer 2 und vielleicht dann nochmal kurz die Budgets und dann in die Transfers. Was ist das Budget, Bruder? Ich weiß nicht, ob du auch so viel hast. Ich hoffe es für dich. Okay, Leute, angekommen dann bei Manchester United. In der zweiten Saison, erstmal das Budget ist 100-mal krasser als bei Chris, aber Chris hat auch einen besseren Kader als wir. Wir müssen unfassbar viel tun, haben dafür aber auch 429 Millionen. Ist der absolute Wahnsinn. Was hat Manchester United von sich aus getan in diesem ersten Jahr? Ferguson ist da als neuer Stürmer, genauso wie Borja Iglesias. Die müssen wir auf alle Fälle verkaufen, müssen sehr viele Spieler verkaufen. Wir haben Kamavinga noch als neuen Sechser. Das ist ganz geil. Ansonsten aber, ja, ist hier einiges an Renovierungsbedarf. Wir haben Martinez als Innenverteidiger, Casemiro, Kamavinga, Sechser, Fernandes als Zehner, vielleicht noch Rashford als Flügel und der Rest, die komplette Startelf, wie gesagt, fast der abseits davon, muss ersetzt werden und daran setzen wir uns jetzt, Leute. Die Zeit beginnt in Hände kurz entsperren. 3, 2, 1, let's go, Leute. Ja, wir dürfen gar keine Zeit verlieren. Wirklich, Leute, beim besten Willen, keine Ahnung, wie unsere Startelf im Endeffekt aussehen soll. Ich werde jetzt erstmal Spieler kaufen, dann werden wir uns ans Verkaufen setzen und dann wahrscheinlich nochmal Spieler einkaufen. Gehen wir so rein in die Vertragsverhandlungen mit De Ligt, 150.000 die Woche, Premier League Verein, wir haben viel Kohle und deswegen können wir auch viel Gehalt zahlen. Baller, Bruder, muss riskieren. Onana und 22 Millionen im Tausch für Jan Oblak, auch da müssen wir ins Risiko gehen und eine absolute Granate verpflichten. Damit fehlen noch zwei Spieler für die Viererkette und damit hätten wir die Viererkette und eben die Keeper-Position schon mal durch. Oblak, Vertragsverhandlung hier kurz gemacht und damit ist der nächste Spieler verpflichtet. Einschießbonus kann er haben, wie gesagt, zwei Außenverteidiger, die nächsten beiden Ziele. Liga-Interne soll dann Cancelo von City kommen, 86er Gesamtstärke, wir tauschen Dalot, einen anderen portugiesischen Rechtsverteidiger ein und zahlen nochmal 35 Millionen obendrauf. Normalerweise ein Spieler, den ich so nicht verpflichten würde in einem Showdown, der über mehrere Jahre geht. Wobei 30 Jahre, den könnte man theoretisch auch bei einem 3-Saison-Showdown bis zum Ende behalten. Aber in dem Fall gehen wir einfach auf die Gesamtstärke. 86, sehr stabil. Trent wäre auch eine Möglichkeit, weil er einen auslaufenden Vertrag hat. Ist mir aber ein bisschen zu auffällig. Keine Ahnung, ob das im Karrieremodus irgendeinen Effekt hat. Cancelo ist ein übelst kreativer Rechtsverteidiger, der viel nach vorne geht, offensiv gut ist. Unser Linksverteidiger ist das Gegenteil. Es ist Lucas Hernandez von Paris Saint-Germain. Nach einem Jahr verlässt er den Verein also wieder und übernimmt auf der linken Seite den defensiven Part als Verteidiger. Rashford im Tausch, 40 Millionen obendrauf, reichen da noch aus, um Phil Foden von den Citizens zu verpflichten. Also ihr merkt schon, Leute, der Umbruch ist absolut real und ja, wir haben immer noch 12 Minuten einfach auf der Uhr. Ach ja, der Karrieremodus wieder komplett am Spacken. Aber sei es drum, Leute, auf der anderen Flügelseite verpflichten wir Rodrigo. Auch hier, wie bei den Außenverteidigern, auf der einen Seite Foden, eher so ein Kreativitätsflügel, den man auch locker als Zehner spielen könnte, da vielleicht sogar auch seine besten Qualitäten hat. Und auf der anderen Seite ein purer Flügelspieler, der gut im Dribbling ist, der vor allen Dingen aber auch im Abschluss seine Qualitäten hat, mit Rodrigo von Real. Digga, was passiert hier alles schon wieder, Mann? Mein Gott, ey. Unser neuer Stürmer muss dann der Mann mit einer 93er Gesamtstärke werden, Leute. Das ist Kylian Mbappé, 25 Jahre alt, absolute Granate für den Sturm. Wir haben jetzt noch so viel Geld eben zur Verfügung gehabt, dass ich nicht anders kann, als eben hier auch Mbappé zu verpflichten. 300.000 Euro die Woche geben wir ihm einfach. Ich hoffe, das Ganze nimmt er an. Nein, was, Digga? Halt doch deine Fresse, Mann, Mbappé. Die Gerüchte stimmen, du bist der geldgierigste, den die Fußballwelt je gesehen hat. Hätte er nicht einfach sagen können, er will 350.000 und einen Einstiegsbonus. Nee, natürlich nicht. Die müssen wir direkt ablehnen im Karrieremodus. Egal, Leute. Wir haben jetzt aber sogar noch 140 Millionen auf der Uhr. Mbappé ist gekauft und ich weiß nicht, vielleicht noch ein neuer Sechser, weil da sind wir aktuell, glaube ich, am schwächsten mit, in Anführungszeichen, nur Kamavinga neben Casemiro. Ursprünglich war es der Plan, Kamavinga einzutauschen. Das Ganze hat aber nicht geklappt, weil Arsenal kein Interesse an ihm hatte. Und deswegen verpflichten wir jetzt einfach so, also noch Declan Rice für die Sechserposition als Partner neben Casemiro. Sollte, glaube ich, sehr gut passen. Beide ähnliche Gesamtstärke. Wir müssen einiges zahlen. Sind jetzt aber auch durch mit der Transferphase. Ich bin unfassbar zufrieden. Ich weiß nicht, wie viele Spieler wir im Endeffekt verpflichtet haben. Es fühlt sich auf alle Fälle so an wie eine komplette Startelf. Ich glaube, komplett ist es nicht, weil wir haben noch Lisandro Martinez und Bruno Fernandes drin, genauso wie Casemiro. Aber ansonsten, ja, 7 neue Spieler sind es mindestens geworden für die Startelf. Absolut crazy. Und ja, jetzt ist nur noch die Frage, ob alle überleben dürfen. Zur Auswahl werden, glaube ich, stehen Mbappé. Ja, ich denke noch Oblak und ja, De Ligt wahrscheinlich. Hier ist unsere Mannschaft beim FC Liverpool. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Jetzt habe ich gerade aber schon mal ein bisschen mit Dennis gequatscht und wir haben herausgefunden, dass er einfach, warum auch immer, 300 Millionen mehr als ich zur Verfügung hat.
Ja, es gibt bei mir bereits ein paar Transfers, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Bukayo Saka ist vorne mit dabei. Dann haben wir Ben White und wir haben auch Ashraf Hakimi. Dafür fehlt ein Trent Alexander-Arnold. Ich denke aber trotzdem, wir werden mit Saka, auch mit Salah, Szoboszlai und McAllister gehen. Van Dijk, Robertson, Alisson vielleicht auch. Gucken wir mal Ben White durch Positionstraining. Vielleicht geht der noch hoch. Es soll aber ein neuer Achter kommen. Es soll ein neuer Stürmer kommen. Und ja, wahrscheinlich dann doch noch ein neuer Innenverteidiger. Gucken wir halt einfach mal. Ja, die Möglichkeiten sind ja leider nicht ganz so ausgelassen, wie das bei Dennis der Fall ist. Erstmal gefühlt alles verkaufen, bitte. Genau das ist jetzt passiert und jetzt sind wir in Sachen Transferbudget auch ungefähr auf einem Level mit Dennis, wobei der natürlich noch parallel seine ganzen Spieler hat verkaufen können. Tsimikas, Gomez, Gakpo. Weiter geht's mit Konaté für knapp 100 Millionen. Endo 16,29, Thiago ist gegangen, auch Luis Diaz. Und damit haben wir jetzt einiges an Kohle eingenommen. Fakt ist aber, so viele Baustellen gibt es nicht. Achter, Innenverteidiger, Stürmer. Das bleibt weiter unser ganz, ganz großes Ziel. Wir gehen also komplett all in und Harry Kane kommt jetzt diesmal wieder zurück zu seinem zwischenzeitlichen Trainer. Denn in der Zeit bei Leverkusen war er ja auch schon mal ganz kurz unter meiner Leitung, in Anführungszeichen. Dann hat ihn Dennis weggesniped. Jetzt sind wir natürlich finanziell ganz anders aufgestellt. Und es ist unter anderem, letztes Jahr hatten Kunku, Rodrigo aus der Fünferauswahl weg. Dafür Mbappé und Haaland mit dabei. Wir werden auch nur 3 Neuzugänge wahrscheinlich finanziell ermöglicht bekommen. Das ist auf jeden Fall mal der erste. Hier mittlerweile bei City, die ihn dann nach seiner Vertragsauflösung bei uns ablösefrei verpflichtet haben. Ebenfalls von Manchester City und das für 180 Millionen. Zuvor also gute 22,5 Millionen weniger für Harry Kane. Da waren es 157,5 für jetzt in dem Fall hier Federico Valverde, den ich so selten in Showdowns hole. Vielleicht, ja, profitiert Dennis davon, dass ich den irgendwie nie mit in der Auswahl nehme und snipe den mir heute weg. Keine Ahnung. Aber apropos Auswahl. Wir haben die 5er Auswahl bereits aufgestellt. Haben über 10 Minuten für die ganzen Verkäufe und Wunschlisten alles drum und dran gebraucht. Und jetzt geht es dann tatsächlich schneller als gedacht. Neue Nummer 7 für die Reds. Ich wollte eigentlich Ronald Araujo. Das reicht allerdings leider nicht. Somit müssen wir uns mit Eder Militao zufrieden geben. Das reicht aber und da profitieren wir von einem auslaufenden Spielervertrag beim Brasilianer. Der hat eine 87. Ich meine, im Notfall 85 Ben White. Im Notfall auch sollte unser Achter gesniped werden, haben wir immer noch natürlich einen Gravenberg oder ich glaube auch einen Curtis Jones. Thiago haben wir zwar verkauft, aber genauso, wenn ein Harry Kane gesniped wird, haben wir den David Nunez innerhalb kürzester Zeit alle 3 Transfers unter Dach und Fach gebracht und damit hauen wir den Nagel jetzt in den Deckel rein und sind offiziell fertig. Ja, das sind unsere 3 Transfers. Ich denke, bei Dennis wird und war das Ganze deutlich spektakulärer. So Leute, in der zweiten Saison angekommen in der Premier League. Man United bei mir, Liverpool bei Chris. Frage Nummer 1 natürlich wie immer, wie viele Transfers? Ich musste erstmal einiges verkaufen. Ja, ich hatte ja nicht ganz so viel Geld wie du von vornherein. aber zwischenzeitlich war ich dann ungefähr auf einem ähnlichen Stand. Es sind aber trotzdem nur 3 Neuzugänge bei mir geworden. Okay, bei mir sind es ein bisschen mehr geworden. Ja, dachte mir schon so. 8 oder wie viel ist das? Ja, halt exakt 8. Oh, ja, okay, perfekt. Habe ich mir schon gedacht. Also ich habe aber auch lang gebraucht, um erstmal alles zu verkaufen. Naja, ich bin sehr gespannt. Dennis, das ist das zweite Jahr. Ja, ich darf reinstarten. Ja, ist okay, Chris. Alles klar. Dann können wir ganz kurz vielleicht noch festhalten. In Sachen Snipe steht es ja, glaube ich, 2-1 für mich, ne? Also, ja, das müssen wir auch noch unter die Nase reiben, weil du ja nicht schon mit 20 Punkten führst gerade. Nee, also es gibt ja keine Punkte dafür. Also noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Änderung. Nö, niemals, Alter. Da wird es ja nur Punkte für dich geben. Ja, gut. Eine Zeit lang hätte es dann nur Punkte für dich gegeben. Ja? Aber ja, komm, dann kann ich schieß mich doch nicht ändern. Das sind auf jeden Fall Zeiten, die sind länger her. Mache ich auf jeden Fall, mein Freund. Wir kommen, ja, mein Gott, ich habe gar keinen Bock mehr. Junge, auf die Torhüter-Position kommen wir. Yeah, ja, okay. Natürlich. Ich habe Onana ersetzt. Ich habe ihn auch eingetauscht. Deswegen, wenn du den Keeper snipest, bin ich mal wieder komplett aufgeschmissen. Da darf dann Bayern dir das Tor hüten. Naja, okay, draufgeschissen, yeah. Leute. Hoffen wir einfach drauf. Wir haben zur Auswahl einmal Alisson, dann haben wir Courtois, wir haben Oblak, wir haben Ter Stegen und zu guter Letzt Ederson. Eine altbekannte Auswahl. Ich würde tatsächlich nicht mit den Premier League Boys gehen. Okay. Oblak oder Courtois waren es dann noch, ne? Und Ter Stegen. Genau, ja. Die 3 La Liga Boys. Ter Stegen, ne? Ter Stegen schließe ich warum auch immer aus. Oblak ist eigentlich so ein Cheat in jedem SDG Showdown, zumindest früher gewesen. In egal welcher SDG, muss ja nicht zwingend ein Showdown sein. Ich würde aber, ne, komm, ich gehe nicht mit Oblak. Es ist eigentlich mein First Pick, aber ich gehe mit Courtois. Digga, man könnte wirklich denken, du willst mich einfach nur nicht noch weiter zerstören. Weil ist es immer, Oblak geworden? Ja, natürlich ist es Oblak geworden. Junge, ey, wie oft kam das jetzt in den letzten Showdowns vor, dass du voll sagst, ah ja,
der Spieler ist todesinteressant, so wie jetzt Oblak, aber ich nehme ihn nicht. So, ja, und dann ist es aber der Spieler geworden und ich zitter mir hier einen ab, Bro. Lass es einfach, bitte. Lass einfach. Können wir einfach nicht ohne Snipes machen, ey? Ich habe keinen Bock mehr. Es wäre so viel besser, endlich mal wieder einen ohne Snipes, Mann. Nee, aber guck mal, es gab eine Zeit, ja, gefühlt immer, ja, bis vor 2, 3 Monaten, da war ich immer mit meinem ersten Gedanken und es ist immer der zweite Gedanke geworden. Ja, okay, das kann sein, da kann ich mich nicht erinnern. Ja, aber gut, jetzt ist es gerade immer in die andere Richtung. Der erste Gedanke ist oft richtig und der zweite, wo du dann switcht, ist falsch. Aber gut, dann darf ich mit Zittern Jan Oblak behalten. Oh mein Gott! Okay. Oh, let's go. Dann kommen wir zur Stürmerauswahl bei mir. Ja? Okay, ich habe zwar noch David Núñez in der Hinterhand für den Notfall, aber es gibt für dich natürlich eine absolute Top-Auswahl. Wir haben Victor Osimhen, wir haben Lautaro Martinez, wir haben Erling Haaland, wir haben Kylian Mbappé und wir haben letztes Jahr von mir verpflichtet, dann übrigens gesniped worden und Dennis, ja, wir haben Harry Kane noch mit auf der Liste. Tatsächlich, ich weiß nicht, ist nicht von Bedeutung, hat Manchester City ihn einfach zurück in die Premier League geholt. Ah, okay, krass. Ja, schwierig, aber ich würde drauf einen der beiden Roboter gehen und ich glaube, ich gehe auf Haaland. Ist es eingeloggt? Das ist eingeloggt. Okay, dann darf ich Harry Kane diesmal behalten. Oh Mann, Alter, ich hasse dich. Immer diese Moves mit einem Spieler zweimal auf die Liste packen und dann holst du in letzter Zeit auch öfters den Spieler nochmal. Mhm, aber noch nie gab es das, dass ich einen Spieler zweimal in einem Showdown gefühlt geholt habe. Ja, doch, also. Alex Garcia letztens erst. Alex, ah, den habe ich zurückgeholt, aber den genau, hast du schon. Genau, den hast du am Anfang und hast du dann wieder gehabt, deswegen kann man auch sozusagen zählen. Aber gut, dann mache ich es dir gleich mit der Stürmerposition. Die Auswahl ist exakt gleich. Muss ich sie dir vorher aufsagen? Nee, ich habe sie zwar gerade bei mir schon gelöscht, aber ich würde sagen, Kane kommt auch weg. Ich tendiere zwischen Osimhen und Mbappé. Warum auch immer. Haaland war dein Pick bei mir, würde ich rausnehmen. Kane auch. Lautaro wahrscheinlich vom Rating her noch ein bisschen schwächer. Zumindest war das bei mir hier aktuell so. Bei Arsenal bei mir. Ja, auch noch so ein Liga-interner Wechsel. Osimhen oder Mbappé. Ich gehe mit Osimhen, weil Mbappé wahrscheinlich deutlich teurer wäre und 8 Transfers ist schon heavy. Ja, war trotzdem nicht zu teuer. Ist es Mbappé geworden? Es ist Mbappé geworden. Und jetzt ist es schon wieder, ey, Junge. Oh mein Gott. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Snipe-Phasen. Das ist wirklich, wenn ihr mich hier sehen könntet, Freunde, ich schwitze mir hier einen ab, Alter. Und das liegt nicht daran, dass die Heizung hier auf 4 ist, weil es minus 3 Grad draußen hat, sondern weil einfach die Snipe-Phasen immer mich komplett von hinten nehmen, ey. Also wie nah du immer dran bist. Ach, Mann, ey. Von diesem Ausschlusskriterium. Ich weiß nicht, seit wann du das machst, aber das nimmt mich komplett hops, Alter. Immer dieses so, ich mach jetzt die 3 Spieler weg. Und es ist fast nie so, dass von den 3 Spielern, die du wegmachst, mein Spieler schon drin ist. Es ist immer die übrigen Spieler, einer von den beiden ist meiner. Bruder, mach weiter. Also ich muss gestehen, in letzter Zeit bin ich ganz gut in Form, was das Ganze angeht. Wenn ich sie jetzt dann noch, wenn du mal in Showdowns in Form wärst. Ja, das ist richtig. Aber die Form ist doch hoffentlich wieder zurück. Also, dann geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf Mbappé. Ich freue mich bei mir auf einen neuen Achter. Ja, also ich wollte jetzt schon fast wieder sagen, auf einen neuen Spielmacher, Abräumer, aber nee, einen neuen Achter. Zur Auswahl gibt's für dich. Einmal Kevin De Bruyne mit einem auslaufenden Vertrag. Mhm. Wir haben, und jetzt nicht wundern, Trent Alexander-Arnold, der war nämlich nicht mehr hier bei mir bei Liverpool, sondern mittlerweile zu den Bayern transferiert. Mhm. Kann man ja problemlos als ZM umformen. Joshua Kimmich ist noch mit auf der Liste, auch ein auslaufender Spielervertrag. Wir haben dann hier noch Federico Valverde, der mit einer 90 gleich auf mit De Bruyne der Beste in dieser Liste ist. Und zu guter Letzt noch Bellingham! Bellingham! Ja, ich würde auf Trent, Bellingham oder Valverde gehen. Mhm. Ich sag nur einer der Real Boys und ich schließe... ich weiß es nicht. Ich schließe Valverde aus. Das heißt, es bleiben nur noch Bellingham und Trent, die beiden Engländer Boys. Und ich gehe mit Bellingham. Okay, also der Neuzugang bei mir darf behalten werden. War nicht unter den ersten 2 und war auch nicht unter den letzten 2. Es war also die goldene Mitte. Valverde ist es geworden. Ah, Mann! Schade. Aber wir haben wieder auf 50-50 Auswahl und ich hau ihn weg. Mann, ich hasse mich selbst. Egal. Letzte Auswahl, Freunde. Innenverteidigerposition. Da haben wir auch, würde ich mal einfach behaupten, die Creme de la Creme ist am Start. Wir haben Bastoni, wir haben Marquinhos, wir haben Araujo, wir haben De Ligt und Eder Militao ist dann der letzte, glaube ich, auch der einzige mit einem Auslaufenden. Ja, okay, jetzt wollte ich gerade so voll schnell sagen, es ist Eder Militao, denn er kommt auch bei mir gleich in der 5er Auswahl mit vor und ich wusste, dass er einen auslaufenden Vertrag hat. Locke ich das direkt ein? Ja, komm. Ja, das war mein erster Gedanke und vielleicht bin ich ja diesmal ganz gut damit bedient. Okay, dann darf ich den Matai behalten in der Innenverteidiger. Okay, dann komme ich zu meiner letzten Auswahl und auch hier ist es ein Innenverteidiger geworden. Okay. Klar, Eder Militao, das war ja gerade schon mal bekannt. Dann ist es Matai De Ligt, wir haben Ruben Dias, wir haben Araujo und wir haben Bastoni. Ist es die gleiche wie bei dir?
Nee, ich habe Ruben Dias auf jeden Fall nicht gehabt. Ah, okay, alles klar. Ich würde aber mit Ruben Dias gehen. Es ist Eder Militao geworden. Ah, Mann! Schade, ey, schade. Ich dachte, ich schließe ihn direkt aus, weil wir haben jetzt schon wieder viel über ihn geredet, aber sei es drum. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe meine Mannschaft komplett umgeändert. Also ich kann ja mal erzählen, mein Freund, ich habe, wie gesagt, ein Tor Oblak, De Ligt hatten wir ja schon, Rechtsverteidiger Cancelo, Linksverteidiger Lucas Hernandez, Sechser Rice, Stürmer Mbappé, Flügel Rodrigo und Foden. Okay, das ist echt krass. Also ich wollte bei mir tatsächlich eigentlich auch noch ein bisschen mehr machen. Ich wollte auch nicht Eder Militao, sondern Araujo holen, aber es hat vom Geld einfach nicht mehr gereicht. Hm. Und ja. Probleme, die wir hier nicht haben. Ja, das ist tatsächlich so. Also so nach 3 Verkäufen und ordentlich Kohle, da war ich dann irgendwann mal so bei 426 Millionen, aber die waren dann halt auch ganz schnell weg. Das war ja so ungefähr der Betrag, der bei dir am Anfang der Saison stand. Richtig. Lassen wir uns überraschen. Ich meine, noch fühle ich komfortabel und ich hoffe auch, dass ich am Ende der Saison, wenn es dann wieder ein weiteres Mal ans Punktezählen gehe, noch immer ähnlich in Sachen Vorsprung dastehe. So Leute, am Ende der zweiten Saison in der zweiten Liga mit dem zweiten Verein jeweils angekommen. Man United gegen Liverpool ist das Duell. Und ja, Bro, Chris, was soll ich sagen, Alter? Liverpool, erstmal fang du einfach an, Bro. Wie sieht's in der Liga aus? Ja, also bei mir ist es so, dass ich auf Platz 1 stehe und Manchester United auf Platz 2. Mhm, bei mir auch. Oh, ah, okay. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 86. Ach, Digga, das ist so frech, Junge. Einfach, Liverpool hat 87, ich habe 87. Oh, was? Arsenal hat 87. Nein! Ja, doch. Und am Ende entscheidet es einfach die Tordifferenz. 44 zu 42 zu 38. Junge, ich geh kaputt! Ey, Mann, hör mal auf, Alter. Hör mal auf. Das ist so frech. Ja. Das ist so frech. Ich dachte wirklich, Liga ist safe, aber nein, 87 Punkte reichen nicht aus. Das ist echt heavy. Ja, bei was mir, hat der zweite bei dir? 82. 82, okay. Ach Gott, das heißt, ja, egal. Ist Arsenal bei dir auch Dritter, gell? Arsenal ist Dritter, ja. Ja, bei mir ist tatsächlich auch genauso. Spurs Vierter bei dir auch? City. City, okay, City ist bei mir Fünfter, Spurs Vierter. Ja, okay. Ach, heißt übrigens 18 Punkte für dich. Ja, für mich 22 für 20. Dich. Ja, ja, ja. FA Cup habe ich aber nicht gewonnen. Oh, ja, da kommen wir nämlich zur größten Scheiße. Ich habe das Ding gewonnen. Oh, das heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 7 Punkte für dich. Darf ich kurz meinen Turnierverlauf mal kurz erläutern hier an der Stelle? Ja, klar. Erste Runde Newport, das war, glaube ich, noch in Ordnung. Ja, okay, schade, da war das ein anderer Wettbewerb. Nee, Liverpool kam Runde 6, dann Chelsea, dann Brentford und Finale 4-0 gegen Brighton. Aber ich hatte irgendwie Digga Pokal gegen City. Das war, glaube ich, Carabao Cup dann. Ja. Können wir als nächstes reinblicken? Wie viele Punkte für dich, Bro? Jetzt hier im FA Cup? Ja, genau. Nur einen. Ich habe Lincoln City geschlagen und dann gehen die Spurs direkt raus. Ja, Spurs, Junge, Gott bless an der Stelle mit Timo Werner am Start. Ja, dann haben wir den Carabao Cup. Ich gehe mal davon aus, dass du den vielleicht gewonnen hast. Es ist neben der Meisterschaft der zweite Titel, ja, genau. Der zweite Titel, okay. Ja, ey, Mann, ich hätte so gut Punkte aufholen können, wenn ich einfach einen verschissenen Punkt in der Meisterschaft mehr hätte. Ja. Dann wäre es wirklich eine übelst gute Aufholjagd gewesen, weil das wären dann jetzt wie viele Punkte aus dem Pokal? Alleine FA Cup? 6 Punkte alleine. Ja, 6 Punkte und dann Liga. Ja, Mann. Egal. Aber Carabao Cup auch gewonnen? Ja, habe ich auch gewonnen. Okay, alles klar. Genau. Champions League, vielleicht da Punkte aufgeholt? Nee, leider Gottes nicht, Alter. Ach ja, Leverkusen ist im Finale. gegen Real Madrid. Sehr gut. Ja, die haben es einfach mal ins Finale geschafft, haben auch verloren gegen Real. Ja, und meine Mannschaft schafft es auch einfach nicht, gegen Inter weiterzukommen. Ne? Ich mache Juve kaputt. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Wenn Juve in der Tabelle vor Inter steht, dann verstehe ich auch wirklich die Welt nicht. Das wäre so wirklich das Most-Karrieremodus-Ding aller Zeiten. Ich habe Juve 4-1 in der Gruppe weggemacht. Und die Serie A hat gewonnen. Ja, AC, okay, nichts gesagt an der Stelle. Inter ist auch für Juve, aber trotzdem, wie kann diese Mannschaft nicht gegen Inter gewinnen? Ich verstehe es nicht. Ich bin im Achtelfinale ausgeschieden. Okay, heißt für uns gibt's beide auch nur 3 Punkte. Auch ich bin im Achtelfinale ausgeschieden. Mein Gegner war da, Bayern, 4-3. Hinspiel noch an der Anfield Road gewonnen. Ich war in der Gruppe mit Dortmund, Sociedad und Kiew. Und weil du gerade Leverkusen angesprochen hattest, die haben tatsächlich hier gewonnen bei mir gegen Paris, gewonnen gegen Napoli und dann knapp erst gegen City im Halbfinale verloren. Okay, das ist auch stark. Bin ich mal gespannt, wie Man United und Liverpool nächstes Jahr performen werden. Gerade meine Man United-Mannschaft mit Mbappé, Rodrigo und Foden vorne im Angriff. Schauen wir nochmal kurz rein auf die Statistiken, beziehungsweise erstmal Trainer des Monatspreise, also die Trainerstatistiken in dem Sinne. Ich habe 2 Trainer des Monatspreise, du hast bestimmt mehr? Nee, ich habe einen. Oh, okay, danke, immerhin, da nochmal einen Punkt mitgenommen. Ja. Nehme ich auf alle Fälle dankend an und dann haben wir noch die 3 Statistiken. Vielleicht kann ich es ja irgendwie alle 3 gewinnen, das wäre ganz nice. Oblak hat 19 Spiele zu 0. Ja, wow, Wahnsinn, ich habe nur 11. Okay, stark, Bayern dir, obwohl er 6 Einsätze hatte. Vorlagen 18. Habe ich 13. Ja, und Tore bitte, 39. Habe ich 33. Ja, dankeschön, Freunde der Sonne. Es foppt, weil durch die Liga hätten es nochmal 3 Punkte mehr sein können.
Und damit hätte ich wahrscheinlich über 10 Punkte, glaube ich, aufgeholt. So sind es, glaube ich, nur knapp an die 10. So 8 oder 9 oder irgendwie so, ne? Ja, also 39 sind es jetzt insgesamt bei dir. Mhm. Bei mir sind es 32, 33. Also 6 Punkte, die du aufgeholt hast. Ich glaube, wir beide, das kann man auch schon erwähnen, wollen nach Spanien. Also ja, hier für das erste Video dieser Art wollen wir beide in dieselben Ligen gehen. Vielleicht im zweiten oder dritten Video dieser Art kann man dann auch mal wild der eine nach Spanien, der andere nach Italien oder so gehen. Hier in dem Fall wollen wir aber beide denselben Schritt machen. Ich habe Real Madrid, Barcelona und Atletico. Barcelona ist bei mir Meister geworden. Real ist einfach Fünfter. Real hat auch, glaube ich, einfach keinen Keeper. Ja, bei mir, ich kann dir nicht sagen, wer Meister geworden ist, denn Atletico gibt es bei mir auch. Die sind auf Platz 4, Barca auf 2 und Real auf 3. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber gut, wir können ja gleich dann auf jeden Fall mal die Bewerbung rausschicken. Jetzt ist halt die Überlegung, bei mir spielt Real Champions League. Ja, dann würde ich die aber ausschließen, weil dann macht es ja keinen Sinn. Die Frage ist also Barca oder Atletico und ich sage dir ehrlich, Bro, ich fände Atletico cooler. Auch wenn ich Oblak von denen geholt habe. Ja, okay, also ich meine, ja, bei mir wäre ja Real Champions League, bei dir ja nicht. Aber dann, ja, ganz egal. Wenn du sagst, hier, nimm Barca, dann nehme ich Barca, du Atletico oder andersrum. Ja, ich hätte tatsächlich gesagt, dass wir beide Atletico nehmen. Das wäre mein Statement gewesen. Ja, so, stimmt. Erstes Jahr zusammen, zweites Jahr gegeneinander, zwei verschiedene Vereine und dann letzten Jahr nochmal zusammen. Ist natürlich, kann sein, dass deine Mannschaft besser ist als meine, aber das wäre mir in dem Fall egal. Gehen wir also rein, Freunde, Atletico, ich sende die Bewerbung raus und dann sehen wir uns also in Saison Nummer 3, Kurzbudgets und dann Transfers. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Geld, als das bei Dennis der Fall ist. Also gute 50 oder gar 60 Millionen mehr als jetzt bei ihm. Wir starten aber den Timer in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten, es soll einiges passieren. Spieler müssen verkauft werden. Das ist unsere Mannschaft. Es ist in Ordnung. Ja, Romero, Gabriel, Molina, dann haben wir genauso Oblak, auf die setzen wir. Fratesi und auch Joao Felix, aber ein neuer Linksverteidiger soll her, neuer Flügel, neuer Stürmer und im besten Fall auch noch zwei neue Achter. Erst Spieler verkaufen und dann geht's auf Shoppingtour. Über 530 Millionen. Wir waren komplett im Verkaufsmodus und das ziemlich erfolgreich. Reinildo weg, Serrano verliehen, Medina verkauft, Garcia 50,6 Millionen, Pettino, dann haben wir Nino hergegeben, Depay ist gegangen, Chris Smalling, wir haben Saul hergegeben, genauso Koke, Galan, Martin, Griezmann und zu guter Letzt noch Mehdi Taremi. Ja, das ist eine ordentliche Ausfall. Wir haben natürlich jetzt auch ein paar Baustellen, aber eben genau die, die wir von vornherein auch erwartet hatten und an denen wir halt auch was machen wollen. Heißt also Shoppingtour, einkaufen, Vollgas. Doppelschlag in der Offensive, Gabriel Martinelli, 112 Millionen wechselt aus der Premier League, also von den Gunners jetzt zu uns. Die Gunners hatten wir noch nicht in diesem STG Showdown, werden auch nicht mehr mit dazukommen, aber vielleicht irgendwann mal für ein anderes Projekt. Wir hatten es 87, müsste das sein. Super Potenzial, rechts haben wir schon auf Belis, mit dem wollen wir auch gehen. Links jetzt Gabriel Martinelli. Okay Leute, dann starten wir rein. Mit den dritten 20 Minuten. Ich habe mir aus dem zweiten Jahr irgendwie ein bisschen mehr erhofft und glaube, die Champions League mit Atletico zu gewinnen, ist eh ein Ding der Unmöglichkeit mit der Man United-Truppe, die wir da geformt haben, damit auch nicht Meister zu werden. Aber egal, Leute, gönnen wir Chris vielleicht heute seinen ersten Sieg mal, nach keine Ahnung wie vielen Showdowns in Folge. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wie gesagt, Freunde, wir sind bei Atletico. Neuzugänge haben wir Stones, Saliba, Onana. Hatte ich voll vergessen, ich hatte ja hingetauscht, deswegen ist er hier am Start. Kimmich auch noch und ansonsten, ja, wir brauchen auf alle Fälle zwei neue Achter, zwei neue Flügelspieler, neun Linksverteidiger. Rest der Startelf passt eigentlich so, wie sie ist. Ein Keeper, ja, Onana könnte man noch eintauschen. Ich glaube, wir haben auch noch Samba hier. Genau so sieht es aus. Den könnte man verkaufen. Budget ist halt nicht so der Überburner mit, ich glaube, 96 Millionen sind es. Mal gucken, ob ich damit überhaupt alle Spieler holen kann, die es benötigt. Verkäufe liefen jetzt eigentlich soweit so gut. Wir haben fast 400 Millionen Euro Budget dadurch. Und ja, die Positionen, die wir, wo wir Verstärkung brauchen, die bleiben dieselben. Zwei neue Achter, Linksverteidiger und zwei neue Flügelspieler. Beginnen wir also mit dem neuen Linksverteidiger. Da holen wir Andrew Robertson. Der Vertrag läuft aus. Passenderweise spielt er hier in der Karriere bei Real Madrid. Auch hier läuft sein Vertrag aus, also spielt eigentlich keine große Rolle, wo er spielt. Der Vertrag läuft aus und mit einer 86er Gesamtstärke ist das ein absolutes Upgrade für die Linksverteidigerposition. Hoffentlich nimmt er das Gehalt an, tut er auch und damit haben wir unseren ersten Neuzugang. Und einer, der die Dinger dann verwandeln soll, ist Dusan Vlahovic. Das ist unser neuer Stoßstürmer vorne drin. Der Mann hat eine 88, hat einen auslaufenden Vertrag. Wir waren eigentlich bereits mit Darwin Núñez einig, der mittlerweile bei Aston Villa war. Allerdings habe ich dann ja bei Dusan Vlahovic beim Aufstellen der 5er Auswahlliste gemerkt, hey, der hat einen auslaufenden. Ja, da musste ich direkt zuschlagen. Für nur 82 Millionen sind das, ja, ich glaube, so ziemlich 58 weniger, als wir eigentlich hätten zahlen müssen für Núñez. Der ist ein Jahr älter und vom Rating genauso gut wie Dusan Vlahovic. Wir safen uns mal ein für die Achterposition. Pablo Gavi, 20 Jahre jung, hat eine 86, verbessert uns natürlich deutlich. Hier war er beim FC Chelsea, kehrt jetzt also zurück in die La Liga. Nicht zu Barca, zu seinem Jugendclub, sondern zu Atletico Madrid. Einer der großen, qualitativ hochwertigsten Rivalen in La Liga, Sevilla. Das habt ihr vielleicht noch am Ende der zweiten Saison gesehen, ist am
amtierender Meister dort. Das wollen wir jetzt übernehmen. 110 Millionen. Es soll noch ein Achter kommen, der dann auch wieder mit in die Fünferauswahl gepackt wird. Die Rede hiervon ist von Frankie de Jong. 89er Gesamtrating, auch hier nur 110 Millionen. Allerdings hat er einen auslaufenden Spielervertrag. Der war noch bei den Katalanen, wechselt also ligaintern, komplettiert jetzt erstmal unser Mittelfeld. Erst haben wir die Offensive abgeschlossen, jetzt das Mittelfeld und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld, um noch einen neuen Linksverteidiger zu holen und damit die fünfte, zugleich letzte Baustelle in der Abwehr zu besiedeln. Ich sehe gerade, Mo Salah spielt jetzt einfach bei uns. Ja, der hatte bei mir noch bei Liverpool einen auslaufenden Vertrag. Den haben die jetzt einfach hierher geholt? Ja gut, also das sage ich natürlich nicht nein, aber das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich habe den Vertrag von Mo Salah hier tatsächlich jetzt nicht selber geholt. Ihr seht das auch hier. Ich habe den nicht verlängert. Ich habe den jetzt auch nicht selber geholt. Ja, das wollte ich damit sagen. Der ist jetzt einfach bei uns. Ja, geil. Junge, hä? Wir komplettieren jetzt unsere Transferphase mit einem neuen Linksverteidiger. Ich wollte eigentlich Di Marco, weil ich den unfassbar geil finde, auch in der Realität. Jetzt wird es dann Fonzie Davis. Hat eine 87, eigentlich gleich stark wie auch ein Lautaro. Nee, nicht Lautaro, sondern Gabriel Martinelli. Genau, so rum. Salah können wir nicht mit auf die Liste packen. João Félix hat eine 85, könnte einen Abgang von Martinelli dann irgendwo kompensieren. Allerdings ist das Gesamtpaket von Martinelli das teurere im Vergleich zu dem von Fonzie Davis. Und er hinten links, also ich glaube, die Offensive ist dann doch eher aussagekräftiger als die Defensive, wobei ich dann nochmal mit Dennis sprechen würde, aber ich denke, die Fünferauswahl ist offensiv Flügel, offensiv Stürmer und einmal im zentralen Mittelfeld. Frei nach dem Motto, dass ich nicht glaube, dass Chris Pedri picken würde, weil wir haben auch De Jong, wir haben Musiala, wir haben Bernardo Silva zur Auswahl, verpflichte ich ihn also für 120 oder was sind 138 Millionen Euro, irgendwie sowas um den Dreh, ein weiterer Liga-interner Transfer. Ich hoffe einfach, dass wir schaffen, irgendwie Meister zu werden in diesem Jahr, weil das wären Punkte, die Chris vielleicht nicht holt und ich habe es noch nicht ganz aufgegeben mit dem Sieg hier und heute, Freunde. Partner von Pedri im Mittelfeld, das soll Sergej Milinkovic-Savic werden. 86er Gesamtstärke, 30 Jahre alt, natürlich kein Potenzial mehr nach oben, aber so eine 86er Gesamtstärke könnte ja vielleicht ausreichen, um zum Ende des Videos die Champions League zu gewinnen. Also wir müssten eigentlich das Triple in diesem letzten Jahr gewinnen, ansonsten ist ein Sieg eigentlich nicht möglich. Digga, sind hier jetzt zwei graue Bildschirme übereinander? So wirkt es auf jeden Fall. Es ist einfach noch grauer geworden. Oh mein Gott. Digga, was passiert hier? Also Leute, es ist gestört. Gestört, wie schlecht ein Menü sein kann. Ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Es ist halt einfach so wild, Leute, dass ich wirklich nah an den Bildschirm rangehen muss, um hier gewisse Dinge überhaupt zu erkennen. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also wirklich, der Karrieremodus wird Jahr für Jahr absolut nicht beachtet. EA scheißt förmlich auf den. Das wissen wir alle da draußen, ne? Und wir spielen es trotzdem jedes Jahr. Aber wirklich, dass solche Bugs hier neu im Spiel sind. Ich habe noch nie in meinem Leben solche Menübugs erlebt. Wirklich nicht. Beim besten Willen. Aber gut, Leute, versuchen wir einfach unser Bestes trotzdem hier zu machen. Ja, Ederson soll unser neuer Keeper werden. Ich weiß, ihr kennt ihn kaum, Leute. Aber ich kann jetzt halt das Spiel auch nicht neu starten wegen der Zeit. Wobei, Leute, ich glaube, es ist besser, dass ich jetzt ein bisschen weniger Zeit habe und dafür, wobei ich kann jetzt ja doch einfach stoppen. Und ja, dafür können wir wieder ein bisschen mehr sehen. Aber es ist wirklich gestört, Leute. Ich finde das geisteskrank. Wie verbuggt der FC. Oh, da haben wir einen zweiten grauen Bildschirm, der ein bisschen weg gegangen ist. Aber das sieht man, Leute, das sind einfach zwei graue Bildschirme übereinander, Digga. Was soll das? Was ist das für eine Scheiße? Kleine Planänderung also, Leute. Da Morata sich nicht verkaufen lassen hat, müssen wir ihn also eintauschen gegen einen anderen Stürmer. Felix wird der linke Flügel und den Stürmer kennen wir. Mittelstürmer von Leverkusen. Serge Gnabry folgt mir also auch zu Atletico Madrid. Ich glaube, ich muss die Position von der Gesamtstärke her nicht mal aufstellen. Das heißt, ich glaube, Gnabry werde ich nicht verlieren und auf der Basis können wir also hoffentlich weitermachen und den letzten Spieler verpflichten. Und jawohl, Leute, der allerletzte Transfer. Dejan Kulusevski kommt von den Spurs. 85er Gesamtstärke. Potenzial ist noch ein bisschen nach oben. Bessere Gesamtstärke war einfach nicht mehr drin. Viele Transfers gemacht. Ich hoffe, alle dürfen überleben. Wenn ja, haben wir eine kleine Chance, das Ding hier noch zu drehen. Also die Chance ist so oder so unfassbar klein. Aber gut, Leute, damit sind wir durch und auf zum Snipen. Wir sind jetzt hier bei der dritten und letzten Snipe-Phase. Und was ich zum Ende bei mir nochmal kommentiert hatte, ja, hat sich jetzt dann doch nochmal geändert. Ihr seht es ja hier im Hintergrund. Also ich bin von der Offensive auf die Defensive, was die Fünferauswahl angeht. Hab mit Dennis nochmal gesprochen. Er weiß aber noch von nichts. Also nichts im Sinne von, dass er nicht weiß, welcher Spieler das geworden ist. Ich bin hier wieder dran, gell, mit der 5. Ja, genau, Bro. Starte rein. Außenverteidiger. Mhm. Zur Auswahl gibt es einmal Ashraf Hakimi, der ja bei Liverpool bei mir letztes Jahr am Start war. Wir haben Fonzie Davis, wir haben Nuno Mendes, wir haben Trent Alexander-Arnold oder Alejandro Grimaldo aus dem ersten Jahr aus Leverkusen. Digga, ich habe gerade nur die Frechheit im Kopf, dass du Salah ablösefrei hast, ne? Das ist ja gerade nur im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich Dennis übrigens auch gesagt. Hashtag Frechheit! An der Stelle kommentieren, wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle geguckt habt, ohne zu skippen. Ich würde mit Hakimi gehen. Es ist Fonzie Davis. Schade.
Darf ich fahren? Stark. Dann okay. Du mit deiner ersten Auswahl. Dann haben wir auch einen Außenverteidiger. Alles Linksverteidiger, allesamt auch auslaufende Verträge. Wir haben auf dem Zettel Theo Hernandez, Federico Di Marco, Andrew Robertson, Nuno Mendes oder Ferdi Caliolo. Di Marco. Okay, es ist Robertson. Ah, okay. Di Marco, weil ich den eigentlich auch holen wollte. Ah, okay. Ich hatte dann aber noch genug Geld, um dann den letzten Transfer mit Fonzie Davis auf jeden Fall zu verwirklichen. Ah, okay. Let's go. Gut, gehen wir ins zentrale Mittelfeld. Dabei ist ganz egal, ob auf der 8- oder auf der 10er-Position kann ich dann... Der Box-to-Box-Spieler oder der Spielmacher, ne? So ist es. Ob der Goretzka oder der... Was ist noch? Was gibt's noch so einen Zehner? Der Muziala. Ja, genau. Weil Goretzka ja eigentlich eine Zeit lang bester Box-to-Box-Spieler, was es eigentlich so gab. Fand ich zumindest mal. Gut, zur Auswahl geht's einmal. Florian Wirtz, erstes Jahr aus Leverkusen. Wir haben Federico Valverde, letztes Jahr ja bei mir zu Liverpool gewechselt. Wir haben wieder mal Bellingham, aka Jude Bellingham. Wir haben Frankie de Jong und wir haben noch Petri. Ich gehe mit de Jong. Weil? Auslaufender Vertrag. Richtig, und genau deshalb bin ich auch mit ihm gegangen. Ja, kenne ich, versteht sich. Aber ich glaube, tut nicht ganz so krass weh. Naja, ja, mit 14 Punkten Vorsprung tut weniges so, weh. Kann ich so mir ist es. Vorstellen. Okay, ich mach's ja auch hier mal wieder gleich. Neuer zentraler Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Spielmacher. Nee, kleiner Spaß. Auf jeden Fall beginne ich meine Liste mit Frenkie de Jong. Wir haben auch Pedri, Musiala, Barella und zu guter Letzt Bernardo Silva. Ich würde auch mit einem gehen, wo ein auslaufender Vertrag hat, der zwischenzeitlich auch mal auf meiner 5er-Auswahlliste war, Nicolo Barella. Okay, die haben übrigens alle einen auslaufenden Vertrag. Ah, echt? Ne? Auch Musiala? Ja, alle. Stark. Allesamt. Okay. Allesamt, genau. Nee, es ist aber Pedri geworden. Ah, geil. Der war bei mir mittlerweile zu Manchester City gewechselt. Ja, ich dachte, du würdest ihn niemals nehmen, weil eben zu teuer. Und ich dachte mir, komm, gib ihm. Okay, alles klar. Dann gib ihm jetzt ein letztes Mal. Warum habe ich eigentlich die Torhüterposition als letztes gelassen, Junge? Jetzt habe ich zwei Spieler behalten und alles könnte wieder den Bach runtergehen. Ja, oha. Ach so, stimmt. Kann ich bitte anfangen? Kann ich bitte anfangen, Bro? Kann ich anfangen? Ja, okay. Ich würde gerne die letzte Runde übernehmen, weil die letzte Runde entscheidet, ob ich wenigstens ein bisschen Hoffnung habe oder nicht. Ja. Neuer Torhüter. Auch hier, allesamt im auslaufenden Vertrag, allesamt Ü30. Wir haben auch, glaube ich, viele von der letzten Liste auf jeden Fall auf dem Zettel. Darunter auf jeden Fall Courtois, Ederson, Alisson, Marc-André Ter Stegen und ich glaube, neu dazugekommen ist jetzt nicht Costa, sondern Magnon. Mhm. Ja, Costa, stimmt. Aber Costa war, glaube ich, in der ersten Saison in der 5er-Auswahl. Ist das so? Ja, müsste sein. Da, wo wir die ganzen 84er hatten. Und ja, stimmt. Da habe ich es verwechselt. Letztes Jahr war irgendwer anders. Ramsdale, keine Ahnung. Irgendwer anders war da drauf. Aber die anderen vier sind von letztem Jahr noch. Also ich habe jetzt eigentlich tatsächlich mit einem Oblak gerechnet, dass da die Rückrotation... Nee, solche Moves mache ich nicht, Digga. Solche Moves mache ich nicht. Also es ist jetzt hier, fällt mir es auch extrem schwer, irgendwie runterzubrechen auf zwei, die dann übrig bleiben. Denn es ist halt wirklich so absolut das Beste. Ich gehe... Weil er recht häufig bei mir gesniped wurde. Ich bin jetzt einfach mal selbst, ich sag mal, ich habe Selbstvertrauen jetzt hier und sage, es ist Marc-André Ter Stegen. Gut, dass ich den Bruder so oft gesniped habe. Ich habe Ederson geholt. Oh, mein Gott. Was hat er für ein Rating? Ederson hat eine 89, ja. Genau, okay, 89. Solide. Okay, dann habe ich schon mal alle Spieler behalten. Ich löse auch direkt auf, weil ich kann mich jetzt erstmal kurz zurücklehnen. Kulusevski, Gnabry, Ederson hatten wir, Milinkovic, Savic, Robertson, Pedri. Das sind meine Transfers. Okay, alles klar. Also, neben bei mir noch Gnabry übrigens... ist übrigens mein Spieler, den ich von Leverkusen jetzt hier hergeholt habe übrigens. Also ich habe doch solche Moves gemacht. Ja, okay, also sehr, sehr stark. Der Jong ist ja bei mir weg. Ich habe aber noch tatsächlich neben Fonzie Davis, das war ja schon in der Auswahl, Pablo Gavi und Gabriel Martinelli. Für die letzte 5er-Auswahl aber geht es um einen neuen Stürmer. Da gibt es einmal Darwin Núñez, den hatte ich ja im letzten Jahr bei Liverpool. Der war mittlerweile gewechselt, denn er war bei mir halt eben nicht gesetzt. Wir haben Lois Openda, wir haben, ja, alle guten Dinge sind drei. Ein drittes Mal Harry Kane, wir haben Victor Boniface und zu guter Letzt noch ein Dusan Vlahovic, der auch der einzige mit einem auslaufenden Vertrag ist. Guck mal, ich schätze dich so ein, dass du so ein Arsch wärst und ein drittes Mal Harry Kane holen würdest. Ist das nur ein Fragezeichen, oder? Nein, es ist ein Fragezeichen. Mhm. Wer war nochmal der Letzte? Der allerletzte war Vlahovic. Ja, Vlahovic. Der ist auch auf jeden Fall in meinem Kopf. Wollte ich auch holen, hatte ich dann kein Geld mehr, deswegen musste ich auf irgendeine Billo-Lösung gehen, deswegen auch Gnabry geholt. Mhm. Gehe ich mit Kane, gehe ich mit Vlahovic? Nein, ich sag nicht ein drittes Mal Kane, wenn doch, Junge, Frechheit des Todes, Vlahovic. Ja, es ist Vlahovic auch geworden. Ja, Digga, let's go. Ist jetzt aber nicht ganz so krass schlimm, denn ich habe noch immer einen Joao Felix, der dann halt eben auf Digga. Die... Das ist mein Startelf-Spieler.
ist ein Stammspieler. Ja, also nicht im Sturm mehr, aber auf dem linken Flügel. Ja, war er bei mir eigentlich auch, bis dann halt Mo Salah aus dem Nichts einfach aufgetaucht ist. Mo Salah, Digga. Die größte Frechheit der Showdown-Geschichte, Junge. Was soll ich sagen? Ja, also ich muss jetzt hier dann auf jeden Fall mal gucken. Also Frankie de Jong ist weg. Dafür kommt Baturina in die Startelf mit einer 80 und João Felix anstelle von Vlahovic. Ich find's ganz gut, dass aber so ein paar Snipes mit dabei sind. Ich meine, klar, in der Stellung, wo ich jetzt aktuell bin, kann ich mich nicht unbedingt beschweren. Tut aber trotzdem weh. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja bei dir in der Champions League eine absolut geile Saison und vielleicht auch so das ganze national. Ich sag mal so, Bro, die Bedingungen könnten nicht besser sein. Also ich muss ja sowieso erstmal performen und du müsstest nicht performen. Deswegen, es steht in den Sternen, Leute, aber simulieren wir auf jeden Fall zum Ende der letzten Saison mit den dritten Vereinen. So, Leute, angekommen am Ende der dritten Saison. Dritte Liga, dritter Verein, Atletico Madrid, diesmal bei uns beiden. La Liga-Tabelle, Frage Nummer 1, Meister geworden, ja oder nein? Nein. Okay, das ist gut. Ich auch nicht. Es foppt mich so ein bisschen, weil Real hat in der Rückrunde echt nachgelassen. Die sind Meister geworden mit 89 Punkten. Ich habe aber auch nachgelassen. 7 Niederlagen. Ich glaube, davon irgendwie 5 in der Rückrunde. Ja, dementsprechend 6 Punkte Abstand. Platz 2, ein vor Villarreal mit 82. Barca auf 4, 69. Ist in Ordnung, aber bitter. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nur 3 Niederlagen. Das ist der Bestwert in der Liga. Okay. Ich bin aber auch nur Dritter, weil ich habe einfach 13 Mal unentschieden gespielt. 13 Mal, okay. Das ist der FC Barcelona hier bei uns mit 12. Ja, ich habe öfter unentschieden als Barca und Real zusammengerechnet, die vor mir sind. Heißt 18 Punkte für dich, 17 für mich. Ach, du bist auch nur Dritter? Ja, genau. Ah, okay. Also ich gehe auch tatsächlich irgendwo stark davon aus. Ich habe ja Dennis, wir wissen da nie was, aber seine Reaction, ich habe tatsächlich auch schon mit dem Showdown wieder abgeschlossen, weil ich glaube, er hat die Champions League einfach mal wieder gewonnen. Schauen wir aber ganz kurz auf die Copa de España. Noch habe ich ja 13 Punkte Vorsprung, aber allein safe mit der Champions League macht es das ja eh dann wieder futsch von jetzt auf gleich. Copa de España, gewonnen? Ja. Okay, alles klar. Heißt, auch? Ich auch, ja. Ich hatte Barca, ich hatte Real Betis. Es war tatsächlich nicht der Supercup, Dennis, den ich da früh gesehen habe. Ah, okay. Heißt 1, 2, 3, 4, 6 Punkte für beide. Yes, ich hatte Real, ich hatte Sociedad, Sevilla und Betis im Finale. Okay, alles klar. Ich kann schon mal vorwegnehmen, mehr als 3 Punkte wären es bei mir in der Champions League nicht. Aber ich nehme mal an, ich kann die 18 bei dir aufschreiben. Ja, Bro, schauen wir kurz rein. Gruppenphase, erster geworden, 14 Punkte, Achtelfinale 5-2 Braga, Viertelfinale 5-3 Napoli, 4-3 gegen mein Manchester United. Ey, wenn die mich rausgehauen hätten im Halbfinale, hätte ich wirklich einen Heulkrampf bekommen. Oder ein 1-0 Sieg, dreckig wie Atletico ihn liebt. 1-0 gegen Paris. Ah, okay. Ohne Mbappé auch. Ja, ich bin auch, also bei mir muss man auch fairerweise dazu sagen, ich hatte Salzburg, Celtic und Inter. Das ist eine absolut machbare Gruppe. Wir haben uns gerade so durchgestruggelt mit 9 Punkten. Auf Platz 2. Dann kam City, Hinspiel 2-2, Rückspiel dann leider 2-1 verloren. Heißt also, Dennis führt jetzt mit 15, 16, mit 2 Punkten, oder? 2 Punkte? Ja, oder bin ich da falsch? Könnte sein, ja. Also 14 Punkte Vorsprung hatten wir. Der ist auf 13 runter. Ja. Und 15 machst du jetzt durch die Champions League wieder gut. Das müssten 2 Punkte Vorsprung sein. Das heißt, noch ist nichts entschieden. Ja, aber Trainer des Monatspreise könnten halt auch schon bei dir dann sein. Ich weiß von einem. So viel kann ich dir sagen, mein Freund. Okay. Schau ich mal rein und es ist noch einer. Okay, also dann ist jetzt schon mal klar, ich kann maximal nur aufs Unentschieden kommen, weil ich habe nur einen Trainer des Monatspreis. Ah, das ist belastend. Ich habe halt einfach auch zu oft unentschieden gespielt, ja. Obwohl die Mannschaft wirklich echt stabil ist, muss ich sagen. Aber ich habe auch schon mal in die Statistik reingelunzt und ich muss auch hier sagen, ich glaube nicht, dass da ein Punkt an mich gehen wird. Meinst du echt nicht? Nee, ich glaube nicht unbedingt. Also die Werte sind okay, aber das war's dann halt auch. Okay, schauen wir mal rein. Keeper, fang gerne an. Habe ich 12. Habe ich 19. Ja, okay, deutlich besser. Aber ja, sage ich, wie gesagt. 3 Vorlagen von Ederson auch noch. Vorlagen ist Trauerspiel, habe ich nur eine 10. Okay, habe ich 14 von Kimmich. Und Tore ist ja eh immer so. Ich kann den besten Spieler auf der ganzen Welt haben. Dennis Spieler hat öfter getroffen. Ich habe 31 und bei dir? Ich habe Kulusevski mit 34. Ja, okay. Also, dann lass mich mal ganz kurz zusammenrechnen. Wir haben 24, wir haben 42, 44, 47. Wir haben 16, 23, 26, 27 Punkte hier. Und zusammengerechnet 107 bei dir und 101 bei mir müsste das sein. Ja, genau. Ja, die Champions League, also die bringt halt eben die meisten Punkte. Ist ja dann auch eine ganz coole Sache. Ich meine, 14 Punkte Vorsprung, das klingt immer so krass viel, aber alleine 20 Punkte Vorsprung hatte ich ja auch im ersten Jahr, die du ja jetzt genauso wieder hast im letzten. Also kann sich das ganze Thema auf jeden Fall wieder ausgleichen. Aber ja, gut, Mannschaften vergleichen brauchen wir wahrscheinlich nicht, oder? Weil wir halt... können wir machen, wenn du willst, wenn nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, wir können
können es gerne mal machen. Also so rein Vollständigkeit halber. Safe. Ja, schießt okay. Du gerne mal los. Torhüter. Ich habe Ederson mit einer 90 im Tor. Ja, habe ich Oblak natürlich noch immer. 90, ja. Okay, Viererkette Robertson 88, Stones 87, Saliba 89, Molina 87. Ja, habe ich 87 Molina, 87 Gabriel, 88 Romero, 88 Davies. Stark. Dreier Mittelfeld 91, 86, 91. Ja, habe ich 86, 82 Baturina. Der ist ja der Ersatz für Frenkie de Jong und Gavi mit einer 89. Stark. Und Dreierangriff 86, 88, 88. Da habe ich 86, 88, 90. Ja, okay, krass. Also deine Mannschaft wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen relativ ähnlich. Ihr könnt ja mal vielleicht, ich weiß nicht, ja wobei, nee, wir haben ja die ersten zwei Mannschaften nicht verglichen. Aber ihr könnt gerne von der Mannschaft hier, von der letzten bei Atletico, die Durchschnittsgesamtwertung reinschreiben. Also die Durchschnittsgesamtstärken. Und ja, das soll es an der Stelle auf jeden Fall gewesen sein. Drei Saisons, Estige Showdown über drei verschiedene Ligen, Länder, Vereine, wie man es auch immer sagen möchte. Das Ganze auf jeden Fall das erste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne auch Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht beim nächsten Mal dann anders machen sollen, Leute. Und an der Stelle soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst die Liebe nicht. Daumen, Abo, Glocke, Kommentar für den Algorithmus. Wie gesagt, gerne weitere Vorschläge. Ersten Link in der Beschreibung auschecken. Da geht es zum Video, welches wir für Chris aufgenommen haben. Und damit soll es an der Stelle gewesen sein, Leute. Haut rein. Und Chris hat natürlich noch die Abschlussworte. Ja, checkt super gerne auf jeden Fall mein Video ab. Kurz und knapp. Ich bin tatsächlich so ein bisschen gebrochen. Fuckt halt mies ab, wenn man jetzt schon so einen krassen Vorsprung hat. Irgendwann muss der Sieg tatsächlich mal her. Aber ich werde natürlich in der nächsten Aufnahme die Motivation auch wieder haben. Das war's, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.